So, Angela. Angela wollte uns was sagen zur NATO. Hallo Braunschweig. Erstmal möchte ich jetzt persönlich noch ein paar Grüße überbringen. Und zwar von Rüdiger Lenz, mit dem ich am 1. September mit der Mahnwache Koblenz über den Rhein geschippert bin. Und er wollte alles über unsere Mahnwache wissen und hat uns hat mir gesagt, ich soll ganz liebe Grüße ausrichten. Und er wird versuchen, bald wieder nach Braunschweig zu kommen. Ich habe mitgebracht ein Interview mit Willy Wimmer über die geopolitischen Interessen der USA in Europa, über Helmut Kohl und den Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Viele von euch, die kennen Willy Wimmer, gehörte 33 Jahre dem Bundestag an und er war verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU, ein parlamentarischer Staatssekretär und er war Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE. So, Frage an Willy Wimmer. Sie haben nach 1989 im Bundesministerium für Verteidigung die NVA der DDR in die Bundeswehr eingegliedert und darüber hinaus das Konzept entwickelt, mit dem das Vereinigte Deutschland in die NATO geführt wurde. Trotzdem wurden sie bald darauf von US-Repräsentanten des Kommunismus bezichtet. Ich fasse das alles mal ein bisschen kürzer zusammen. Also grundsätzlich antwortet Willy Wimmer hier, dass es bei der Wiedervereinigung geplant war, dass der europäische Frieden erhalten bleibt. Und das auf internationalem Feld gehörte unter anderem mit Ritter Siegmund, sollte man sich auch mit wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen befassen. Also so mit sozialer Marktwirtschaft. Die Amerikaner haben herzlich gelacht und haben Ritter Siegmund und Willy Wimmer als Kommunisten bezeichnet, weil in Amerika der reinste Kapitalismus herrscht, den es überhaupt gibt. Damit wurde im Prinzip das Ganze verhindert, auf Dauer zu installieren. Und das merken wir ja heute, die soziale Marktwirtschaft gibt es nur noch auf dem Papier, per se ist sie abgeschafft. Das hat Willy Wimmer sehr überrascht und auch gezeigt, dass die Welt sich auf eine ungeahnte Weise umbrechen würde. Es sollte eigentlich Verhandlungsforen geben, zum Beispiel innerhalb der OSZE, und dass man sich auf drei Feldern Gedanken machen konnte. In der Außen- und Sicherheitspolitik bei den Menschenrechten. Bei allen drei Themen haben sie von den Amerikanern einen Korb bekommen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen vorlesen. Wir gerieten mit unserem Konzept der sozialen Marktwirtschaft ins Hintertreffen, auch in der eigenen Partei. 2002, auf dem sogenannten Leipziger Parteitag, präsentierte sich die CDU als über eine überdimensionierte FDP. Hierhin gehört auch Frau Merkels Idee, eine marktkonforme Demokratie zu entwickeln. Was ist eine marktkonforme Demokratie? Das ist Imperialismus in Reinform. In den internationalen Gremien hat sich diese Entwicklung schon so früh abgezeichnet, dass wir nicht überrascht sein mussten. Aber wir konnten das unseren Kollegen, die sich nicht in den internationalen Foren bewegten, einfach nicht vermitteln. Sie lebten in einer ganz anderen Welt. Also per se, wer auf internationalem Parkett agierte, sah, wo der Hase lang lief, und in den nationalen Parlamenten träumte man weiter von einer schönen neuen Welt. Man lebte in einer Traumwelt. Und das traf auch auf die Gewerkschaften zu. Wir mussten feststellen, dass die USA nicht bereit wären, das erfolgreiche Verhandlungsforum der KSZE fortzusetzen. Kissinger verkörperte in dieser Frage die amerikanische Position. Hatte Mitte der 90er dafür plädiert, die internationale Völkerrechtsordnung zu beseitigen und an ihrer Stelle eine Rechtsordnung zu setzen, die im Interesse der USA ist. Das beinhaltete, bewährte Verhandlungsformen zu friedlichen Beilegen von Konflikten zu beseitigen. Wenn Helmut Kohl damals von Reisen in die USA zurückkam,
hat er sich in der Fraktion immer darüber aufgeregt, dass im US-Kongress die Stimmung vorherrschte, der Dritte Weltkrieg ist beendet und wir haben ihn gewonnen. Er hat damals zu uns gesagt, der Krieg ist aus Europa nicht verschwunden. Das hat ihm 1994 in den eigenen Reihen aber keiner geglaubt. Sie schätzen Helmut Kohl, den sie noch 2004 bei einer Reise nach China begleiteten, offensichtlich sehr. Im Unterschied zu ihnen hat er in den vergangenen Jahren aber nicht laut die Stimme erhoben, um gegen die von uns ihnen angesprochenen Tendenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik zu protestieren. Antwort: Er hat für diese Entwicklung persönlich einen sehr hohen Preis bezahlt. Es besteht kein Zweifel daran, dass die deutsche Bevölkerung 98 mehrheitlich eine Fortsetzung seiner Kanzlerschaft nicht gewollt hat. Die andere Frage ist, wie das im Inneren der CDU abgelaufen ist. Kohl war ein ausgesprochener Verfechter der Idee, dass man auf die anderen Völker in Europa zugehen müsse. Das betrifft die Russen, die Polen, aber auch die Serben. Ich habe in seinem Auftrag Verhandlungen mit Milosevic geführt, um die Konflikte auf dem Balkan friedlich beizulegen. Das war gegen amerikanische Interessen. Es gab Kräfte in den eigenen Reihen, Wolfgang Schäuble und Volker Rühe an der Spitze, welche die CDU in diese Richtung drängten. Wenn er den Krieg gegen Jugoslawien nicht geführt hätte, wollte man ihn nicht mehr an der Spitze einer künftigen Bundesregierung. Doch meine Absicht, die bestehenden Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu stärken, war richtig. Deswegen mache ich keinen Hehl daraus, dass mir dieser Mann liegt. Also Kohl musste gehen, weil er den Krieg gegen Jugoslawien nicht geführt hatte. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, als Schröder damals den Krieg im Irak nicht mitgetragen hat und eine Politikerin nach Washington geflogen ist und Bush in den Arsch gekrochen ist und gesagt hat, das geht natürlich gar nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wer das war? Es war Angela Merkel. Und die ist jetzt Kanzlerin. Überlegt mal, warum. Im Jahr 2000 nahmen sie in Bratislava an einer vom US-Außenministerium ausgerichteten Konferenz teil, auf der ganz offen über die Strategie Washingtons gesprochen wurde. Willi Wimmer, mich hat das überrascht. Bei uns hatte es ja eine Kampagne nach der anderen gegeben, um den Krieg gegen Jugoslawien mit Auschwitz und mit weiß was allem. In Bratislava dagegen wurde eine reine machtpolitische Überlegung vorgetragen. Die Vertreter des US-Außenministeriums sagten, es sei bei dem Krieg darum gegangen, eine Fehlentscheidung Eisenhowers aus dem Jahr 1944 zu korrigieren. Er hatte es damals unterlassen, US-Bodentruppen auf dem Balkan zu stationieren. Dies vor Staats- und Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister so offen darzulegen, war eine ungewöhnliche Vorgehensweise. Die Vertreter des US-Außenministeriums machten deutlich, dass sie die Art und Weise, wie wir in Europa mit unseren Nachbarn umgehen, Eigentumsfragen regeln und Strafprozesse organisieren, nach den Maßgaben ihres eigenen Rechtssystems umbauen wollten. Das Vehikel dafür sollte der internationale Strafgerichtshof in Den Haag und das Kriegsverbrechertribunal sein. Wie ist es denn heute? Es wird doch schon wieder fleißig daran gebastelt, alles umzubauen. Alleine TTIP, TISA, CETA, die ganzen Abkommen, wie sie alle heißen, sind nichts anderes, als die parlamentarische Demokratie abzuschaffen. Weil, wenn Konzerne entscheiden und Schiedsgerichte, dann können wir immer nur verlieren. Als Beispiel, Genmais, ganz simples Beispiel. Die USA wollen Genmais einführen, wird uns verbieten. Mit TTIP ist es überhaupt kein Problem, ein Schiedsgericht, und entweder müssen wir den Genmais akzeptieren oder wir zahlen Milliarden Strafen. Haben wir da irgendwas gewonnen? Nein, wir haben dann in diesem Moment nur die Möglichkeit zu verlieren. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und genau dies hat Willi Wimmer hier schon beschrieben. Der US-Nachrichtendienst Stratfor hat anfangs dieses Jahres Überlegungen angestellt, durch die Etablierung besonderer Beziehungen mit den osteuropäischen Staaten einen Hebel zu installieren.
mit dem sie die NATO links liegen lassen kann. Das ist die logische Konsequenz aus dem, was ich eben gesagt habe. In diesen Tagen erheben die baltischen Staaten und Polen Forderungen, den von der NATO geplanten Raketenschirm auf Russland auszurichten. Wenn es Washington gelingt, Sonderbeziehungen zu den gefügigen Staaten Ost- und Südosteuropas zu etablieren, dann spielen wir keine Rolle mehr. Wir befinden uns dann hinter dem Limes unter amerikanischer Kontrolle. Die Nachricht, dass die neutralen Staaten Finnland und Schweden eine engere Anbindung an die NATO suchen, muss man als ein Eingehen auf die realen Machtverschiebungen deuten, die wir in Europa haben. Wie ordnen Sie die derzeit laufenden Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU in diesem Zusammenhang ein? Bei TTIP handelt es sich um den Versuch der USA, den hinter dem Limes liegenden Bereich in ihrem Interesse zu ordnen. Dabei geht es weniger um das viel diskutierte Klohuhn als um die Aushebelung der parlamentarischen Demokratie. Wenn wir als hochentwickelter Rechtsstaat Schiedsgerichte bekommen, mit denen Differenzen über Investitionen entschieden werden sollen, brauchen wir uns keine Gedanken mehr darüber machen, was von Parlamenten, unseren Regierungen noch übrig bleibt. Wenn unsere Presse noch frei berichten würde, dann würde man Überlegungen dieser Art in den Medien debattiert sehen. Auf diesen außen- und sicherheitspolitischen Feldern findet eine freie Berichterstattung aber überhaupt nicht mehr statt. Ich überspringe hier jetzt mal ein bisschen, es geht dann noch mal kurz um das Thema Parlamentsvorbehalt. Sie meinen, wenn der Parlamentsvorbehalt kippt und der Generalinspekteur zum Oberbefehlshaber gemacht wird, dann entscheidet über den Einsatz der deutschen Streitkräfte künftig die NATO? Ja. Oder die Europäische Union? Befürchten Sie, dass die Bundeswehr dann auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden könnte? Ja. Die im Juni durch die EU verabschiedete Solidaritätsklausel weist in diese Richtung. Danach soll der Einsatz des Militärs innenpolitisch erlaubt sein. Im Falle von Katastrophen, aber auch im Falle von sozialen Unruhen. In der Bundesrepublik haben wir eine Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes gegen den Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Das soll über den Umweg der europäischen Komponente oder über die NATO ad absurdum geführt werden. Ist doch klar. Wenn wir nicht mehr entscheiden, es keinen Parlamentsvorbehalt mehr gibt, wer soll es denn entscheiden? Natürlich entscheiden dann die EU und die NATO. Und wenn es hier soziale Unruhen gibt, zum Beispiel bei, sagen wir mal, im finanziellen Crash, dann kommt unsere Bundeswehr und schießt uns von den Straßen. Schöne neue Welt. Wenn es um die Rolle der Bundeswehr ging, haben Sie im Bundestag diverse Male eine Minderheitenmeinung vertreten. Wie erklären Sie sich das? Die Gründe sind komplex. Als ich in Bonn als Parlamentarier politisch sozialisiert wurde, hatten wir auf der Seite der Verwaltung auch im Verteidigungsministerium immer eine solche Auswahl an Spitzenleuten, dass es fast egal war, wer an der Regierung war. Jedes mir bekannte Ministerium war damals dazu in der Lage, die für Regierungsentscheidungen erforderlichen Gesetzesentwürfe selbst zu machen. Heute tun das Anwaltskanzleien. Der Niedergang des öffentlichen Dienstes seit den 90er Jahren war begleitet vom Aufkommen von Beratungsgruppen, die gegen Entgelt oder unentgeltlich zunehmend Einfluss auf politische Entscheidungen genommen haben. Und warum gerade 1990? Erinnert euch mal, wann die Wiedervereinigung war. Die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth hat Ende der 90er Jahre Klagelieder darüber angestimmt, welchen Druck auf den Bundestag ausgeübt wurde, um diese Angelegenheiten kommerziell verwertbar zu machen. Hinzu kommt, dass das vorhin angesprochene transatlantische Netzwerk natürlich auch in das Parlament hineinwirkt. Man ist gerne im Konzil für dies und im Konzil für das. Beispielsweise unterhält Nicolas Berggruen einen eigenen Think Tank. Der Milliardär lädt sogenannte Elder Statesmen und Wirtschaftsvertreter in die Google-Zentrale nach Kalifornien. Auch aktive Politiker sind dabei. Zum Beispiel Ursula von der Leyen. Bei mir heißt sie ja Ursula von der Leichen.
Der Name Berggrün steht beispielhaft für den Prozess etablierter Einrichtungen, die den Volkswillen repräsentieren sollten, beiseite zu fegen. Zugunsten von Beratungsgremien, die den faktischen Einfluss ausüben. In den relevanten Arbeitsgruppen der Bundestagsfraktionen wissen Sie heute nicht mehr, wie ein Papier, das Ihnen zur Beratung vorgelegt wird, entstanden ist und wer daran mitgewirkt hat. Das kommt aus den unterschiedlichsten Ecken. Und warum wird das von den Parlamentariern geschluckt? Weil man sich nicht mit allem befassen kann? Nein, weil man Karriere machen will. Gar nicht wenige Kollegen haben mir gesagt, ich bin eigentlich deiner Meinung, aber ich kann nur mit Hilfe der Liste zurück in den Bundestag kommen. Das sind Aussagen von Politikern und wenn ich einem glaube, dann ist es Willy Wimmer, der war 33 Jahre in diesem Laden. In ihrem gemeinsam mit Wolfgang Effenberger verfassten Buch Wiederkehr der Hasardeure, Schattenstrategen, Kriegstreiber, stille Profiteure von 14 und heute befürchten sie, dass wir uns auf dem Weg in den Dritten Weltkrieg befinden. Wie begründen sie das? Wenn ich nicht will, dass Streitfragen auf friedlichem Weg geklärt werden, bleibt mir nur die militärische Komponente. Auf die setzen die Amerikaner weltweit. Die Taliban, gegen die unsere Soldaten 12 Jahre lang in Afghanistan eingesetzt waren, sind eine amerikanische Schöpfung, die von den Saudis finanziert wurden. Genau wie IS in Syrien und im Irak. Wir sehen das auch im Fall der Ukraine. Da legen der deutsche Außenminister und seine polnischen und französischen Kollegen Verständigungspapiere vor, alle stimmen zu und anschließend sabotieren die rechten Kräfte auf dem Maidan im Interesse der USA jede Lösung. Wir müssen uns in Deutschland und in Europa auf die Hinterbeine stellen, um in diesem allgemeinen Trend nicht unterzugehen. Was wir brauchen, ist eine Rückkehr zu bewährten diplomatischen Verständigungsmitteln, die wir mit der KSZE bereits hatten, die aber zerstört worden sind. Und wenn ich dann noch Klitschko sehe, der sich hier in Deutschland hinstellt und sagt, er will eine Mauer bauen, eine Mauer zwischen Ukraine und Russland, dann frage ich mich ehrlich, wie oft er eine zu viel an den Kopf bekommen hat. Und wer den Hintergrund wissen will, warum diese Mauer gebaut werden muss, dann kann ich euch sagen, die ist so konzipiert, die würde nie einen militärischen Angriff aushalten. Die wird aus Kostengründen gebaut, um einem ganz bestimmten Oligarchen es zu ermöglichen, wieder Geld zu verdienen. Der nämlich im Donetsk seine Filialen seiner Banken, seine Geldautomaten, eine Fabrik verloren hat, der sein gesamtes Kapital, was er auf der Krim hatte, ebenso mit zahlreichen Bankfilialen, zahlreiches Vermögen, zahlreiche Immobilien, kann man alles nachlesen im Internet, ist alles beschlagnahmt worden. Und als Dank will man jetzt Europa dazu bringen, eine Mauer zu finanzieren, die einem Oligarchen nützt, der die ukrainischen Nazis mitbezahlt hat, damit sie gegen die Donetsker Bevölkerung kämpfen, nämlich Kolomoyski. Wollt ihr das mitmachen? Vielen Dank, das war's dann heute schon von mir. Danke, Angela.